Pilotrei. Eine Schnecke hebt ab. Gelesen von Jana Bröker. In einem Garten, versteckt hinter Hecken, da lebte verborgen die kleinste der Schnecken. Die Schnecke hieß Ray und er wohnte im Grünen mit seinen drei Brüdern, Dean, Francis und Steven. Rays Brüder, die kannte ein jeder im Land. Sie waren für ihre Talente bekannt. Aber was war mit Ray? Was war besonders an ihm? Er war langsam, kein Künstler, nicht stark, viel zu dünn. Sie nannten ihn Winzling, na so ein Gehabe, denn Ray, ja, der hatte eine seltene Gabe. Tag für Tag träumte Ray, wie ein Vogel zu fliegen und sich sorglos am Himmel in den Lüften zu wiegen. Eines Tages, sprach er, fliege ich mal dort oben. Und ihr werdet staunend meine Flugkünste loben. Ich werde Pilot Ray und ich fliege weit fort. Vielleicht mögen sie mich an einem anderen Ort. Ach, vergiss das mal, lachten die Brüder da laut. Das schaffst du doch nie, bist nicht zum Fliegen gebaut. Als Ray ein Papier fand, baute er einen Flieger. So eine Chance, die kommt niemals wieder. Den Flieger schob Ray auf ein Blatt, Stoß für Stoß. Doch er glitt ihm davon und flog ohne ihn los. Am Tage danach, in der Hitze der Sonne, fand er saftige Erdbeeren zu seiner Wonne. Waren die köstlich! Doch er mampfte zu viel, sodass Ray auf der Stelle in Tiefschlaf verfiel. Ray schnarchte ganz friedlich. War das nett. Doch er war leicht zu sehen im Erdbeerenbett. Nun merkte er nicht, dass ein Schatten aufzog und eine hungrige Krähe durch die Luft niederflog. Sie schnappte sich Ray, ohne Zeit zu verschwenden. So hat er nicht vor, seinen Schlaf zu beenden. Ray fürchtete sich, denn er hatte gehört, dass in den Krallen eines Vogels dein Leben aufhört. Er rief, Hilfe! Oh nein! Und er machte laut Krach. Schnell kamen die Brüder und schauten ihm nach. Was sie sahen von Ray, war nur noch ein Schimmer. War das vielleicht ein Abschied für immer? Sie hielten die Tränen nur mühsam zurück. Oh, so ein Elend. Das ist doch verrückt. Die Krähe, die hat uns den Bruder entrissen. Er ist doch Familie. Wir werden ihn missen. Hoch in der Luft, da seufzte Ray schwer. Ich werde es nicht schaffen. Lang lebe ich nicht mehr. Warum gab es oft böse Worte und Streit? Ich liebe sie doch. Nun tut es mir leid. Verzweifelt sah Ray aus seiner Zelle heraus. Dann sagte er sich, mach das Beste jetzt draus. Das Leben ist kurz. Jede Stunde zählt viel. Als sein Blick auf ein Ding etwas unter ihm fiel. Was ist denn das, das ich da erspähe? Es ist weiß und es fliegt ja auch ganz in der Nähe. Tief sog er die Luft ein und dachte, Herrje, natürlich, das ist es. Ich hab ne Idee. Ray wandte sich hin, Ray wandte sich her. Ich gebe jetzt nicht auf. Die Freiheit lockt sehr. Unter Schmerzen schlüpfte Ray aus den Krallen heraus. Zurück blieb jedoch sein gemütliches Haus. Grinsend fiel Ray zur Erde hernieder. Und plumpste krawumm auf seinen Flieger. Pilot Ray flog ihn heim,
im elegantesten Flug, wie gut er der Helm und die Fliegerbrille trug. Ray surrte im Kreisen hoch über dem Garten. Seine Brüder zu sehen, konnte er kaum erwarten. Und wie die sich freuten und jauchzten, juhu! Ich liebe euch sehr, rief Ray ihnen zu. Sie nahmen einander fest in den Arm, knuddelten Ray und hielten ihn warm. Sie flüsterten zärtlich, wir sind ja so froh. Du bist immer noch winzig, doch wir lieben dich so. Klein Ray war bald allen Schnecken bekannt, als der Nacktschneckenpilot Nummer 1 im Land. Hurra für Ray! Das war Pilot Ray, eine Schnecke hebt ab. Geschrieben von Jana Bröker und illustriert von Svetlana Luther.